Okay, so lasst uns anfangen. Herzlich willkommen euch allen zu diesem gratis Zoom, dieser Masterclass. Mein Name ist Amy Schein. Viele von euch kennen mich schon. Und heute geht es um zurück zur Ganzheit mit deinem Körper, deinen Körper nähern. Also, was ist das zurück zur Ganzheit? Ich habe schon in der Beschreibung davon gesprochen, dass dein Körper dieser Organismus ist, dieser sehr komplexe Organismus, der Energie braucht. Und so viel braucht. Okay, da kommen noch Menschen dazu. Also dieser komplexe Organismus ist dein Körper und die Ganzheit mit deinem Körper ist einfach dorthin zu schauen, dass wirklich alles eingeschlossen ist darin. Also nichts ist ausgeschlossen mit deinem Körper. Oh, Eliana, du bist so süß. Dankeschön. Ich liebe dich. Also wenn du auf deinen Körper achtest und schaust, ich habe dorthin geschaut und habe mich gefragt, wie viele Dinge schließe ich wirklich aus und was erlaube ich meinem Körper wirklich zu wählen, dass er das wählen darf. Also du verkörperst hier, ja? Du kommst auf diese Welt mit deinem Körper, aber du hast natürlich auch einen Verstand. Der denkt die ganze Zeit und dann hast du etwas, auch was die ganze Zeit fühlt, du hast diese Emotionen und dann hast du diese energetischen Körper. Also du hast diesen physischen Körper, so das ist mein Arm, das ist mein physischer Körper und dann habe ich meine energetischen Körper. Und das sind sehr subtile Körper. Deine Aurakörper, deine ätherischen Körper, deine Lichtkörper und alle diese anderen Körper, von denen du vielleicht gar nicht verstehst, dass du sie hast. Also, und wenn du da hinschaust, zu dieser Ganzheit mit deinem Körper, dann schauen wir wirklich auf alle Körper, nicht nur auf den physischen. Also wir müssen auch körperlich auf uns aufpassen, mental, emotional, spirituell, auch was unser Umfeld betrifft und auch was unsere Ernährung betrifft und natürlich noch viel mehr. Also dieses Jahr war wirklich ein ziemlich hartes Jahr für mich. Also ich bin wirklich durch einiges durchgegangen und es war aber gleichzeitig auch unglaublich. Ich habe meine Ehe beendet nach 7 Jahren. Und ich habe dann gemerkt, ich möchte so mit mir selbst sehr stark werden. Also nicht nur körperlich stark, sondern auch mental stark und auch emotional stark und auch sexuell stark. Also ich wollte einfach meine Kraft wieder zurückbekommen in allen Lebensbereichen. Und so hat diese Reise begonnen. Es war wirklich eine sehr entgiftende Reise, wo ich mich verabschiedet habe von Dingen, die mir nicht mehr kein Beitrag mehr sind. Und während ich das gewählt habe, habe ich auch so gesehen, was ich alles aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Also ein kleines Beispiel. Ich zum Beispiel jahrelang meinen Körper gefragt, welche Bewegung mein Körper braucht. Und ich habe oft gesehen, dass es Gewichtstraining ist. Und ich hatte darüber eine Ansicht über Gewichte und darüber ins Fitnessstudio zu gehen. Also habe ich das ausgeschlossen aus meiner Welt. Und mein Körper hat mir das immer wieder gezeigt. Und ich habe dann einfach auch gefragt, okay, wie kann ich das haben auf eine Art und Weise, die gut für mich ist? Und wie ich dann diese ganzen Bewertungen losgelassen hatte, dann konnte ich empfangen,
dass ich einen Kurs machen konnte, wo es um Gewichte ging, aber es mir gleichzeitig Spaß gemacht hat. Also in der Minute, wo du sagst, das mag ich und das mag ich nicht, hast du etwas aus deiner Welt ausgeschlossen. Es gibt so viele Dinge in unserer Welt, wo wir sagen, ich mag Yoga, ich mag aber Gewichtstraining nicht. Und wenn du aber deinem Körper Fragen stellst und was deinem Körper heute Spaß machen würde, wenn dein Körper Gewichtstraining haben möchte, dann wirst du aber einfach dieses Gewahrsein ausschließen, weil du beschlossen hast, dass du das nicht magst. Und da können wir einfach hinschauen, wie viele Dinge wir aus unserem Universum ausschließen. Ich sehe zum Beispiel, dass Menschen das sehr oft machen, weil ich diese Körperkurse facilitiere. Diese 3 Tage Körperkurse sind Access Consciousness Kurse, wo du Körperprozesse empfängst für 3 Tage lang. Es ist einfach wunderschön und es ist einfach so ein Geschenk. Du liegst einfach 3 Tage auf einer Liege und empfängst Körperprozesse. Was auch immer, was ich da sehe bei den Menschen. Sie beschließen, ah, das ist das, was funktioniert. Der Körperkurs funktioniert, der Körperprozess funktioniert und dann schließen sie alles andere aus ihrem Leben und aus ihrem Universum aus. Also sie empfangen dann nicht mehr von anderen Arten von energetischer Arbeit oder was auch immer ihrem Körper gut tut. Ja, sie haben schon gefunden, das ist die Lösung. Ich bekomme dann Nachrichten von Menschen, die mir schreiben, ich habe Krebs, kannst du mir ein Theory geben? Und ich so, ja, ich kann dir schon eine Frage stellen, aber es wird viel mehr brauchen als das. Also, wo suchst du nach der einen Sache, die dann das eine sein wird für dich, statt dass du dahin schaust und sagst, alles gehört dazu. Und das ist das Zurück zur Ganzheit kommen. Was braucht mein Körper körperlich? Was braucht mein Körper energetisch? Was braucht mein Körper auch so vom Umfeld her? Wo lebe ich? Unterstützt das meinen Körper? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Unterstützt das meinen Körper? Welche Lebensmittel esse ich? Unterstützen die meinen Körper? Welche Lebensmittel habe ich ausgeschlossen, die ich jetzt deshalb in meine Welt nicht mehr hineinlasse? Und wenn wir dorthin schauen, und ich habe dann gesehen, so, ich habe echt eine Menge ausgeschlossen. Und dann habe ich begonnen, Fragen zu stellen. Körper, was brauchst du? Körper, was würde dich unterstützen? Ich habe so ein begrenztes Universum von dem Gewahrsein, das ich empfangen kann. Und dann in dem Moment, wo ich entscheide, das will ich und das brauche ich und das nicht, dann gehe ich in diesen Ausschluss. Und was? Ja, und ich weiß schon, was wir machen. Wir beginnen zum Beispiel mit Yoga und dann sagen wir, oh, Yoga, ich liebe Yoga, ich mache Yoga jeden Tag. Oder ich finde die Access Bars und ich mache dann jeden Tag Access Bars. Und dann beginnst du alles andere auszuschließen. Also ich habe zum Beispiel alles, was nicht Yoga oder nicht Tanzen war, ausgeschlossen aus meinem Leben. Aber was, wenn mein Körper wandern gehen möchte oder Bergsteigen oder laufen? Erlaube ich meinem Körper das, dass er dieses Gewahrsein hat, wenn ich schon ausgeschlossen habe, was ich nicht möchte und was ich schon möchte und was ich tun möchte und was ich nicht tun werde? Und ich habe dann hingeschaut und gesagt, okay, wenn ich körperlich, mental, spirituell, emotional stark sein möchte, dann werde ich das alles nicht mehr ausschließen können. Werde dann in allen Bereichen Unterstützung brauchen. Und dann habe ich einen Workshop gemacht in Mount Shasta, mitten in der Natur, in Nordkalifornien. Und ich habe dann dort eine Sprich mit den Entitäten-Klasse facilitiert in einem Airbnb. Und in der Früh war es so, dass eine Freundin von mir dort eine wundervolle Bewegungseinheit geleitet hat. Und dann sind wir direkt
zu den Quellen gegangen und habe dort Wasser getrunken. Das sauberste, wundervollste Wasser. Und dann haben wir dort Früchte gegessen im Wald. Und dann hat der Kurs begonnen. Und wir hatten echt wundervolle Unterhaltungen über Bewusstsein. Und dann hatten wir Lunch. Und dann sind wir wieder in die Natur gegangen. Und dann sind wir diese ganzen Wanderwege gegangen. Und dann sind wir zurückgekommen. Und dann hatten wir Abendessen. Mit wunderbaren Salaten und all diesem wundervollen Essen. Und es war so nährend. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, das ist die Welt, in der ich leben möchte. Und das ist die Realität, die ich jeden Tag haben möchte. Wo alles einfach nährend ist. Wir haben Bodyprozesse ausgetauscht, wir haben Bars ausgetauscht, aber wir hatten auch so dieses nährende Essen und diese Bewegung und die Natur. Und wir haben einander so gut unterstützt. Wir haben uns nicht bewertet. Wir haben uns einfach unterstützt. Und wir waren einfach eine wundervolle Energie füreinander. Und das war so, ich will das haben. Also zurück zur Ganzheit mit deinem Körper ist wirklich, wenn du dorthin schaust, was unterstützt dich? Wenn du alles einschließen würdest und nichts mehr ausschließen würdest, dann hast du wirklich eine volle Speisekarte, aus der du wählen kannst. Also meine erste Frage für uns alle ist heute, kannst du aufschreiben, wenn du möchtest, werde wirklich ehrlich mit dir selbst und schau hin, was hast du ausgeschlossen aus deiner Welt? Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel von mir, was heute hochgekommen ist. Ich hatte Gesprächstherapie ausgeschlossen. Wie ich Energiearbeit begonnen habe, habe ich beschlossen, Gesprächstherapie ist einfach Zeitverschwendung und ich brauche das nicht. Und alles kommt über den Körper und energetisch und ich kann das alles heilen. Ja, das stimmt. Und letztens bin ich einfach drauf gekommen, ich möchte zu einem Therapeuten gehen. Und ich möchte darüber sprechen, was bei mir so hochkommt. Und ich habe jetzt jemanden gefunden. Sie war okay, aber sie war jetzt nicht so für mich. Aber ich habe mich dem dann wieder geöffnet. Und ich habe mich dem wieder geöffnet eben. Und war habe heute mit jemandem anderen begonnen, der besser zu mir passt. Und das hat wirklich viel hochgebracht. Und ich musste da einfach hinschauen und sagen, ich habe das wirklich ausgeschlossen aus meiner Welt, weil ich einfach beschlossen habe, das funktioniert nicht für mich. Das ist nur ein Beispiel von mir. Also, wie viele Dinge in deiner Welt hast du ausgeschlossen? Und dann nimm dir vielleicht einen Moment und schau dorthin. Und wenn das jemand reinschreiben möchte, was beim Hochkommt, was hast du ausgeschlossen? Das kann körperlich sein. Verschiedene Arten von Bewegung oder Übungen oder Sport, wo du gesagt hast, nein, das mache ich nie wieder oder niemals. Oder es könnte Gesprächstherapie sein, Psychotherapie, könnte Essen sein, wo du beschlossen hast, ich mag zum Beispiel Gemüse nicht oder ich mag Ernährungsmittel nicht. Nahrungsergänzungsmittel. Und das heißt nicht, dass du rausgehen musst und das alles dann machen musst, aber hast du es ausgeschlossen? Hast du aus deinem Universum Dinge ausgeschlossen? Und auch, dann hast du auch die Wahl ausgeschlossen, dass du es wählen kannst. Wow.
irgendjemanden, bei dem was hochkommt, was er ausgeschlossen hat, was er jetzt mit uns teilen möchte? Gustavo schreibt Geld. Ja, es kann auch zum Beispiel verschiedene Arten und Weisen sein, wie man Geld macht, wo du sagst, nein, das mach. Hast du Menschen aus deinem Universum ausgeschlossen? Jemand hat geschrieben, ich habe ausgeschlossen, dass ich einen Spaziergang mache. Ja. Ich habe zum Beispiel ausgeschlossen, dass ich still bin, dass ich nichts mache, dass ich meditiere. Das war nicht mehr Teil meines Universums. Dann konnte ich das auch nicht mehr wählen. Nicht erlauben, dass ich schöne Dinge habe. Ich habe Sport ausgeschlossen. Welche Arten von Bewegung hast du ausgeschlossen? Wie viele verschiedene Therapien hast du ausgeschlossen? Freunde, Familie? Welche Familienmitglieder hast du aus deinem Universum ausgeschlossen? Also wir realisieren da nicht, was eine Distanz wir da aufbauen zwischen uns und anderen Menschen oder zwischen uns und Geld oder zwischen uns und der Bewegung, weil wir diese vielen Bewertungen darüber haben. In dem Moment, wo du eine Bewertung hast, kreierst du Distanz. Ich habe zum Beispiel Freunde aus meiner Kindheit, und da habe ich beschlossen, ach, ich bin so anders und die verstehen das alles nicht und das ist einfach Bewertung und Distanz jetzt sofort. Wenn ich sie in mein Universum nicht einlade, dann laden sie mich in ihr Universum auch nicht ein. Also, wenn du das so wahrnimmst, all diese Dinge, vielleicht ist es kognitiv nicht da, aber du fragst dich und du bist in diesem Call und du stellst diese Fragen, dann öffnest du dich trotzdem dafür, also was du ausgeschlossen hast. Nimm mal einfach die Energie davon wahr. Frag danach, dass du diesen energetischen Download empfängst von all diesen Dingen, die du ausgeschlossen hast aus deinem Universum, von denen du kognitiv nicht mal weißt, dass du sie ausgeschlossen hast. Wow. Und jetzt bitte darum, dass du empfängst, wie viele Dinge du energetisch bewertet hast, von denen du dich distanziert hast und bei denen du nicht erlaubst, dass sie dich einschließen. Und wärst du jetzt bereit, tatsächlich jetzt in 10 Sekunden alles in dein Universum einzuschließen wieder. Also alles einfach wieder so zu dir selbst einzuladen, es wieder hereinzulassen. Alle Menschen, von denen du dich distanziert hast, alle Therapien, von denen du beschlossen hast, die funktionieren nicht. All die Nahrung, den Sport, alle Arten und Weisen, wie du Geld machst oder Geld empfängst, alles. Auch Orte, wo du beschlossen hast, da gehst du nicht mehr hin, das magst du nicht. Zum Beispiel Irland oder Spanien oder was immer das ist in der Welt, was du beschlossen hast, dass du nicht magst. Alles das wieder einzuladen und zuzulassen. Also jetzt erlaub dir selbst, dass du alles und jeden im Universum wieder hineinlässt und deinem Körper
Zugang zu allem und jedem erlaubst. Alles und jeder ist mit einbezogen. Alles, jede Modalität, jedes Familienmitglied, jeder Ort auf dieser Welt, alle diese Energien. Und jetzt, wenn du auf deinen Körper schaust und ihn als diesen Organismus siehst, der von jedem und allem empfangen kann. Was würde deinen Körper nähern? Nummer eins, körperlich. Also, Körper, was würde uns erlauben, körperlich ganz zu werden, stark? Was würde uns körperlich nähern? Vielleicht möchtest du es aufschreiben, was hochkommt, oder du schreibst, merkst es dir so. Und vielleicht ist körperlich, dass du zu einem Zahnarzt gehst, ja, oder zu einem Arzt, oder einfach deine Hormone checkst oder dein Blut anschauen lässt. Jemand hat geschrieben Wasser. Ja. Gibt es Flüssigkeiten oder eine Reinigung, ein Detox, Nahrungsergänzungsmittel, nach denen dein Körper fragt? Dann kannst du deinen Körper fragen in den nächsten Tagen, Körper, zeig mir, was du brauchst, was du körperlich brauchst, was dich nähren würde. Okay. Gibt es da etwas, was dich mental unterstützen würde? Was würde dir deinem Verstand, deinem Geist, was würde dich dann nähern und unterstützen und dir helfen? Für mich ist es zum Beispiel, dass ich neue Bücher lese, was Neues lerne, dass mein Verstand was zu tun hat. Dass deine Bars laufen lässt, ist natürlich gut. Gesprächstherapie war für mich gut. Tatsächlich. Was mir hilft, ist Journaling, Schreiben. Jemand schreibt ja, mit Freunden sich unterhalten und über Themen sprechen, die man mag. Ja, neue Informationen, neue Bücher. Das unterstützt dich natürlich mental, weil es deinem Verstand etwas zu tun gibt. Und wenn dein Verstand nichts zu tun hat, dann wird er langweilig, wird ihm langweilig. Also gib ihm neue Informationen, damit er beschäftigt ist. Damit dein Gehirn aktiv bleibt. Das ist, wenn alte Menschen dann auch einfach so ein bisschen mental abbauen, weil sie sich nicht, weil sie kein Training mehr haben. Was kann dein Gehirn unterstützen, damit dein Verstand dich nicht verrückt macht?
Okay. Und dann emotional. Was würde dich emotional nähren? Was kann dich da unterstützen? Und deinen Körper? Was kann dich dabei unterstützen? Für mich zum Beispiel, Bewegung hilft mir, meine Emotionen zu nicht in meinem Körper stecken zu lassen, in der Natur zu sein, am Ozean zu sein, auch schreiben. Was unterstützt dich? Oh, jemand hat geschrieben. Ja, das Meer sehen, jeden Tag am Abend und in der Früh. Ja, weil unsere Emotionen sind mit dem Wasser verbunden. Also wenn du sehr emotional bist, ist es gut für dich, wenn du beim Wasser bist, schwimmen oder ein Bad nehmen. Am Wasser zu sein hilft deinen Emotionen, dass sie sich bewegen können. Emotionen sind Energie und wenn wir sie unterdrücken, dann bleiben wir selber stecken, weil diese Emotionen stecken. Also, wenn du sehr viel Kummer hast, wird der Ozean diesen Kummer aus dir raus verwandeln. Es nimmt einfach diese Energie raus und verwandelt sie. Es ist einfach dieses reinigende Wasser, neues Leben. Also beim Wasser sein, wenn du viele Emotionen hast, kann das sehr gut sein für dich und sehr nährend. Und du kannst auch viel Wasser trinken, das hilft auch. Es ist sehr nährend und reinigend, so wie Schwitzen. Was würde dich spirituell unterstützen, deinen Körper zu nähern? Was unterstützt dich dabei, deinen Spirit lebendig zu erhalten, deine Seele zu nähern? Womit geht es dir gut, spirituell, wenn du das machst? Gott sprechen, mit meinen Schutzengeln sprechen. Ja, ich habe Engelkarten, seit ich 16 bin. Ich habe überall Karten. Engelkarten, Göttinnenkarten, Elfenkarten. Und es ist einfach was daran, das hebt meinen Spirit und das unterstützt mich. Ich spreche sehr gern mit Mutter Maria zum Beispiel. Wenn es mir nicht gut geht, dann hebt mich das wirklich wieder hoch, sozusagen. Also, das nächste. Was unterstützt dich energetisch? Was unterstützt deinen Körper energetisch, wenn deine Energie runtergeht und du fühlst dich, als ob du feststeckst? Und es geht nichts mehr. Du kannst deine Energie nicht mehr in Schwung bringen. Was unterstützt dich energetisch?
Was kann uns noch unterstützen, worüber wir noch, was wir noch nicht in Betracht gezogen haben? Einer meiner Lieblingsprozesse ist, dass ich meine Bars laufen lasse, auch wenn ich grantig bin und irritiert. Wenn ich mich so fühle, als hätte ich keinen Raum. Aber auch der Access Energetic Facelift hilft mir dann immer sehr, sehr viel. Was noch? Was unterstützt dich noch energetisch und was unterstützt deinen Körper energetisch? Man schreibt, dass ich dann still werde, in die Stille gehe, mit den Göttern mich verbinde. Akupunktur, Massage. Was noch? Und ich frage mich wirklich so, okay, Körper, was? Wonach fragst du noch, was ich noch nie in Betracht gezogen habe? Körper zeigt mir was du gerne hättest, was wir wieder einschließen in unser Universum. Und was habe ich in mein Universum nicht hineinerlaubt, aufgrund meiner Bewertungen? Und wenn ich alle diese Bewertungen loslassen würde, würde meinem Körper dann erlauben, mir zu zeigen, was mich energetisch unterstützen würde, physisch, emotional, spirituell. Ja. Und dann so vom Umfeld her. Also, ich meine damit die Räume, zum Beispiel, in welchem Haus möchtest du leben? Nährt dich das, in einem Apartment zu leben oder in einem Haus? Oder möchtest du am Strand leben? Oder welche Orte nähern dich? Jemand hat geschrieben, ich möchte in einem Haus mit Bäumen und Rosen leben. Meine Mutter lebt zum Beispiel, wo wir ganz viele Bäume rund ums Haus haben und wilde Rosen. Wie wäre es, wenn du kein Haus besitzt? Dann kannst du trotzdem etwas mieten zum Beispiel, wo du deine eigenes Gemüse anpflanzen kannst oder deine eigenen Rosen. Es ist gar nicht so schwer, Rosen zum Wachsen zu bringen oder Rosen zu haben. Wenn du in diese Energie der Natur, die dich unterstützt, hineingehst, ich zum Beispiel bin gerne in den Bergen oder im Wald. Aber ich lebe in Florida und es ist einfach flach hier. Aber ich bin glücklich genug, dass ich reisen kann. Aber wenn ich nicht reisen kann und keinen Zugang zu Bergen habe, aber dann kann ich zum Beispiel wohin gehen, wo es viele Bäume gibt. Also auch wenn du in dieser Landschaft nicht lebst, in der dein Körper wirklich sein möchte, wie kannst du dich dorthin bringen und wie kannst du das zu dir bringen? Kannst du Rosen pflanzen in deinem Garten? Kannst du diese Pflanze in dein Apartment bringen? Kannst du die Natur zu dir bringen? Und
Welche Pflanzen, welche Blumen, welche Natur unterstützt deinen Körper? Und jetzt, wenn es um Ernährung geht, gibt es da etwas, was Ernährung betrifft, was dein Körper sich wünscht, dass du wieder mit einbeziehst? Sucht dein Körper, wonach fragt dein Körper, was dich ernährungsmäßig unterstützen würde? Jemand hat geschrieben, Tee, okay. Welcher Tee? Mit Koffein, ohne Koffein, Kräuter. Keine Kräuter. Körper, zeig mir das. Und welche Menschen sind das, die dich unterstützen können und deinen Körper? Wer sind die Menschen, die, wenn du mit ihnen zusammen bist, deinem Körper ein Beitrag sind und dir ein Beitrag sind? Zu beginnen, ein Unterstützungssystem zu kreieren für dich und deinen Körper. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wie ich auf dieses Jahr geschaut habe. Ich habe ein Unterstützungssystem gebraucht, damit ich in all meinen Lebensbereichen wieder stark werde. Das hat nämlich nicht bedeutet, dass ich das alles wusste, wie das geht, sondern ich habe begonnen, alles einzuschließen, wieder alles einzubeziehen und dieses System zu kreieren in allen Lebensbereichen, körperlich, energetisch, mit Beziehungen, mit allem. Und was, wenn es nicht eine Antwort geben würde oder eine Lösung, ein Mittelchen? Was, wenn alles ein Mittel für dich wäre? Und wenn du alles mit einbeziehst, dann wird doch alles zu einer Wahl. Wenn du mehr Unterstützung von den Menschen dich haben möchtest, dann frag danach. Und es beginnt mit dir. Also wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu unterstützen, dann wird das einfach auch sehr schwierig sein, dass andere dich unterstützen. Du musst für dich selbst auf dich selbst achten und fürsorglich sein mit dir und dich ehren. Und wenn du damit beginnst, dann beginnt alles andere sich auch zu verändern. Wenn du dir selber egal bist, dann wirst du nicht rausgehen und die nährende Bewegung machen. Und es werden auch nicht die Menschen kommen, die nährend für dich sind. Also was würde es brauchen? So viel Fürsorge für dich selbst zu haben, wie du für die anderen Menschen hast. Wenn du wirklich fürsorglich zu dir und deinem Körper wärst, wenn das deine Top-Priorität wäre, fürsorglich zu dir und deinem Körper zu sein, oh, wie anders wäre dann dein Leben? Und was würdest du dann wählen? Welche Wahlen wären dann verfügbar, wenn du und dein Körper deine Priorität wären? Okay. Ich denke, das war's für heute, ihr Lieben.
Für mich ist es zum Beispiel vorsorglich zu mir selbst, dass ich jetzt sage, dass ich müde bin und meine Geräte abdrehe und ein Bad nehmen werde und mich selbst nähern werde für den Rest des Tages. Und ich weiß, viele von euch, ihr habt vielleicht keine Zeit oder ihr habt Kinder und ihr könnt es nicht immer. Aber was, wenn ihr mit kleinen Dingen beginnt? Ja, ich drehe jetzt mein Handy ab zum Beispiel. Oder ich gehe ein bisschen früher schlafen heute. Oder ich mache eine Gesichtsmaske. Vielleicht sind das nur kleine Dinge, aber die machen das aus und beginnen damit. Und dieses sich selbst ehren und fürsorglich zu sein, dann ist es auch viel einfacher, wenn du dann, dass du dann andere Menschen beschenkst, wenn du das zu dir selber machst, mit dir selber. Also was immer du wählst in deinem Leben. Was, wenn Nummer eins Priorität wäre, dass du fürsorglich zu dir selber bist und liebevoll zu dir selber? Also danke, ihr Lieben. Ich mache einen 3-Tage-Körperkurs in New York in 2 Wochen, 8. bis 10. September. Und dann habe ich jetzt zwar eine Mitgliedschaft, die im Oktober beginnt, aber ich werde noch in den E-Mails das ausschicken, wenn ihr Fragen habt zu eurem Körper, euren Körper zu unterstützen, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich anzuschreiben. Ich freue mich, euch zu unterstützen, zurück zur Ganzheit zu kommen mit eurer Verkörperung. Und einen Movement-Kurs gibt es auch in New York. Wenn ihr euren Körper bewegen wollt, dann kommt gerne. Jemand schreibt, kommt zu meiner Ranch. Ja, was würde es brauchen, einen Kurs zu haben mit Pferden in der Natur? Sie sagt, sie hat die Menschen, die hinkommen. Ja, wenn die Menschen hinkommen, komme ich auch. Danke, ihr Lieben. Danke, Tara. Ich sehe manche von euch bald.